Psychoanalytiker sind darauf angewiesen, dass wir ihnen unsere Träume erzählen, damit sie ein bisschen was über uns in Erfahrung bringen. Die verlassen sich nicht auf das, was wir ihnen erzählen von uns, weil sie genau wissen, das ist nicht so, wie der sagt. Der redet hier von seinen Projektionen. Wenn man richtig über sich Auskunft geben will, sieht das anders aus. Und dann entdeckt man vielleicht, dass man nicht die tolle Type ist, für die man sich immer gehalten hat. Und man sieht, und das ist unweigerlich der Fall, wenn man mit einem spirituellen Meister arbeitet, was man sehr freiwillig natürlich tut, jederzeit beenden kann. Aber solange man das tut, solange man es für notwendig hält, wird dieser Meister nicht aufhören, dir einen Spiegel vorzuhalten. Das ist nämlich sein Job, in dem du dein wahres Gesicht siehst. Nicht deine Masken, nicht deine Eitelkeiten bestätigt siehst und so weiter und so weiter. Und was ich da sehe, kann durchaus unerfreulich sein. Und wenn man sich darauf einlässt, dann geht das nur, wenn man eine ziemlich große Motivation hat. Deshalb haben die alten Zen-Meister überall im Osten Hindernisse eingebaut, die es den Leuten schwer machten, die mit ihm arbeiten wollten. Es gibt so Geschichten, dass die mitten im Winter an das Tor des Ashrams klopfen und nicht reingelassen werden. Und es ist unter Null und es schneit und die sitzen da draußen, wollen rein und kommen nicht rein. Das Tor wird nicht geöffnet und frieren da furchtbar. Und dann lässt man sie 3 Tage warten, bevor das Tor aufgeht. Wenn sie noch da sind, diejenigen, die nicht besonders motiviert sind, die hauen dann nach einem Tag ab und sagen, ist nichts für mich. Und mit denen arbeitet ein spiritueller Meister nicht. Der kann nur arbeiten mit Leuten, die eine totale Motivation haben. Oder anders ausgedrückt, die es fertigbringen, das Vertrauen aufzubauen, was nötig ist, um die Zumutungen, die unweigerlich auf mich zukommen, auszuhalten. Davon hatte ich keine Ahnung, als ich dahin kam. Nichts.